Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins. Wir hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir haben den 5. Mai 2022, 8:31 Uhr, 12.259 aktuell, und wir gehen mal auf die 14.3, versuchen dort die Big Number zu traden. Ansonsten wäre die Möglichkeit, im unteren Segment das zu machen. Wir schieben die Vola-Box mal hierhin und sind direkt dann auch hier in den grünen Boxen, in der Vola-Box. Auch hier checken wir einmal die Stop-Loss-Marken 5. So, das ist soweit in Ordnung. Und wir möchten natürlich wissen, wo kommt die Vola-Box Forecast rein? Bei 14.092, das sind 200 Punkte fast entfernt. Das ist der Forecast. Schauen wir mal, wie es denn wird. Also Zinsanhebung in Amerika. Die Märkte feiern dieses halbe Prozent. Die Teilnehmer hatten Sorge, dass es eventuell 0,75 wird. Und jetzt gehen wir wie jeden Morgen einmal kurz in die Märkte und schauen uns das Ganze mal an und fangen an bei Bitcoin. Vorlage Zickzacklinie. Das ist das Template. So, Daily sind wir Short. 4 Stunden Long. Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 auch Short. Dow Jones, auch gestern einen Riesensprung nach oben gemacht. Daily sind wir nach wie vor. Wir sehen diesen Abwärtsbereich. Der ist immer noch intakt. Daily Short. 4 Stunden gab es diese Zinsanhebungskerze. Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. S&P 500. Daily Short. 4 Stunden Long. Auch hier die Zinsanfettkerze. Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Short. Nasdaq Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und jetzt gucken wir mal, 5 Minuten auch Short. Öl, nachdem jetzt die EU auch mit dem Embargo jetzt in 6 Monaten, bin gespannt. Daily sind wir Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also da ist klar. Dann haben wir Gold, Daily Short, Entschuldigung, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Short. Wir sehen eine Korrelation zu den Aktienmärkten. Und der letzte Markt ist der DAX, Daily Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. So, das ist die Vorbereitung. Wir haben The Big Number bei 14.300. Die aktivieren wir und warten dann bis zur Markteröffnung. Ich mal auf unser YouTube-Kanal. So, 8:55 Uhr, die erste Box für heute Morgen ist eine Big Number. Wir sind Short im ersten Trade. Ab dem zweiten Trade wird auf angepasst gedrückt. Wir gehen auf die Marken von 50. Das ist hier oben einmal Zielmarke und unten rum haben wir auch so ein Mini-Gap hier. Also auch da ist die Zielmarken erstmal hin zu laufen. Und in 4 Minuten geht's los. Und wir stehen kurz vor unserem Take Profit für den ersten Trade, für unser Videotagebuch. Und Maurice hat ja mit Hedge-Auflösung Short in Big Number. Und raus vor Markteröffnung. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Das war unser Trade fürs Videotagebuch. Und wir machen jetzt weiter. Nochmal The Big Number platzieren und bis Montagmorgen kein Trading wegen Arbeitsmarktzahlen und vom Payroll. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig.
Aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.